Fanny ist da, Avram, zurück in Mirror's Edge Catalyst und ich habe eine Nebenmission, nämlich Einbruch. Und da wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Auf die Sprünge. Was ist das? Kunst, Faith. Kunst. Echt? Bist du sicher? Witzig. Bist du nur hier, um ein Selbstwertgefühl zu zerstören oder hast du Lust auf ein bisschen Arbeit? Tut mir leid. Schieß los. Okay. Es heißt, Kruger Arms entwickelt einen neuen Sensorchip für Drohnen und ich denke, wir sollten einen abgreifen. Die Frage ist nur, wo sie sie aufbewahren. Irgendwo bei Kruger Arms vielleicht? Hast du einen Clown gefrühstückt? Also einer der Mitarbeiter dort wollte mir die Infos eigentlich verkaufen, ist jetzt aber wieder abgesprungen. Ich dachte mir, du könntest einfach bei ihm einbrechen und sie stehlen. Klar, klingt nach einem Plan. Cool, ich schick dir seine Adresse, ist quasi um die Ecke. Wir sollten die Sache durchziehen, bevor die Drohne einsatzbereit ist. Der Kerl arbeitet zwar für Kruger, aber er hasst seinen Job. Er hat Zugang zu allem Möglichen und ist davon überzeugt, dass dieser Sensorchip alles verändern könnte. Ich schätze mal, er hat einfach... Seine Wohnung liegt im obersten Stock. Für eine Spinne wie dich sollte das eine lockere Kletterpartie sein. Ich komme durch diesen Schacht rein, aber ich muss erst den Lüfter abschalten. Irgendwo in der Nähe müsste es ein Bedienfeld geben. Also, Gabe meinte, er hätte einen Spezialauftrag für uns, ja? Wir sollen den alten Tunnel nach Minen und sowas absuchen. Warte. Hast du Gabriel Kruger gerade Gabe genannt? Klar, wir beide duzen uns doch. Wir sind Kumpel. Kapiert? Und, weiß er das auch? Natürlich weiß er's. Ich nenne ihn Gabe. Er nennt mich George Gordon. Wie auch sonst. Halt's Maul. Ich versuche dem Neuen von unserem Auftrag zu erzählen. Oh, hallo, George Gordon. Du bist so groß und stark. Ich habe hier einen Spezialauftrag für dich. Halt deine Fresse, so klingt der überhaupt. Genau so spricht er. Nein, so klingt der nicht. Das wäre doch eine Imitation. Halte doch einfach beide die Klappe. Was? Gabe hat zu mir gesagt, eine lockere Frisur zeigt Schwäche.
Oh, damit hat er recht. Eben deshalb schmier ich mir auch immer scheiß viel Hagel rein. Na los. Das war's. Er ist aus. Gut. Der Typ wohnt im obersten Stock. Haben die meisten Leute vermutlich das Gefühl, sie hätten keine große Wahl. Ein einfacher Sprung. Ich bin auf seinem Balkon. Aber hier komme ich nicht rein. Versuch's übers Dach. Zugang gefunden. Ich wusste, du kriegst das hin. Okay, ich hab sie. Zeit zu... Wo ich bei ihr bin und... Ich hab den Deal abgeblasen. Du zwingst mich, Verstärkung zu rufen. Nicht. Der Kerl ist hier aufgetaucht.
hab die Dokumente. Ich wusste, du schaffst das. Komm später vorbei, dann sehen wir uns an, was genau du da hast. Ich schätze, er hat seine Freunde gerufen. Halt dich besser erst mal eine Weile bedeckt, Fake. Da ist eine Runnerin. Ich geb dir die Control. Wir nehmen die Runnerin. Leider ist diese Mission auch schon vorbei und wir gehen dann in die nächste Mission, die ihr dann in der nächsten Folge sehen werdet. Und ich sag mal wieder, have fun, euer Aboran, ist hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.